Die Schlacht im Hürtgenwald und das Wunder vom Hürtgenwald des German Doctors. Diese Geschichte, die es nicht geben dürfte oder darf, doch in den Vereinigten Staaten von Amerika voller Stolz an nachfolgende Generationen weitergegeben wird. Keine andere Schlacht im Zweiten Weltkrieg war für die US-Streitkräfte blutiger und desaströser. Schnell bezeichneten die US-Infanteristen dieses Gebiet um die Eifel und die Stadt Hürtgen als Death Factory oder Bloody Forest. Die deutsche Wehrmacht war entschlossen, dieses Gebiet unter allen Umständen zu halten, da dieses Gebiet als Bereitstellungsraum für die bevorstehende Operation Wacht am Rhein, die heute besser bekannt ist unter dem Namen Ardennenoffensive, dienen sollte. Beide Seiten standen sich mit starken Kräften gegenüber und führten einen erbitterten Kampf um jeden Baum, jeden Meter und jeden Mann. Da das Gelände sehr schwer ist, konnten die US-Amerikaner ihre Übermacht am militärischem Großgerät nicht ausspielen. Die deutschen Streitkräfte kannten sich sehr gut in diesem Gelände aus, setzten auf die Erfahrung ihrer Offiziere, die im Ersten Weltkrieg kämpften und diesen Trumpf ausspielten. Dieser Kampf wurde Mann gegen Mann ausgetragen, blutig, hässlich und mit dem vollen Zorn des Krieges. Doch gab es in diesen unmenschlichen Zeiten auch große Gesten der Menschlichkeit, die die allerhöchsten militärischen Tugenden hervorbrachten. Nicht nur Leutnant Friedrich Lengfeld bewies großen Mut, Tapferkeit und Menschlichkeit. Ich verweise zu Friedrich Lengfeld auf meine frühere Dokumentation, Link in der Videobeschreibung. Eine weitere Geschichte wurde erst nach Jahrzehnten thematisiert. Die US-Amerikaner bezeichneten diesen Vorfall als das Wunder vom Hürtgenwald. Ein gerade mal 25-jähriger deutscher Arzt der Wehrmacht vollbrachte das Unvorstellbare und ermutigte damit seine Kameraden und die feindlichen US-Soldaten. Alle zogen im Namen der Menschlichkeit an einem Strang. Krieg kann das Hässlichste im Menschen hervorrufen, aber auch das Beste und Barmherzigste. Unmöglich, rationale Worte zu finden, um das ungestüme Töten, das tobende Auslöschen von Leben zu beschreiben. Es ist ein gottverlassenes Fleckchen deutscher Erde, erfüllt vom Nachhall berstender Explosionen, erfüllt auch vom Widerhall von Todesschreien und gebadet in Blut. Und dann, im Moment größter Not, in dunkelster Stunde, dann, wenn nur noch Verzweiflung herrscht, zeigt sich, dass dieser Ort größter Misere nicht von Gott verlassen ist. Denn jetzt geschieht ein unfassbares Wunder. 60 Jahre sind es her und an diesem Tag betritt ein nobler und heldenhafter deutscher Militärarzt mit seinen Sanitätern langsam das Schlachtfeld. Hauptmann Günther Stüttgen traut sich hervor, um die Toten zu bergen und den Verletzten zu helfen. Und zwar ohne Unterscheiden, ob amerikanisch oder deutsch. Und erwirkt einen de facto Waffenstillstand, der den Tod für 3 unvergessliche Tage besiegt. Der Mut und sein Anstand werden immer geehrt werden. Nicht nur dann, wenn ehemalige Soldaten, die hier kämpften, sich treffen. Auch für uns Amerikaner ist Hauptmann Stüttgen sowohl Vorbild wie auch Sinnbild des Helden. Auszug aus einer Rede anlässlich der Gedenkfeier 60 Jahre Kampf im Hürtgenwald und Einweihung der Gedenkskulptur am 7. November 2004 von John A. Brogan, US-Generalkonsul außer Dienst. Dieser Film ist Herrn Hauptmann Günther Stüttgen gewidmet. Allen Soldaten, die seinem großmütigen Akt der Menschlichkeit folgten, allen an der Allerseelenschlacht im Hürtgenwald 1944 kämpfenden, verwundeten und gefallenen Soldaten aller Nationen, und den zahlreichen zivilen Opfern des schrecklichen Krieges. Im Frieden begraben die Söhne ihre Väter, im Krieg begraben die Väter ihre Söhne. Wer den Frieden hütet, bewahrt einen teuren Schatz. Die Allerseelenschlacht vom 4. bis zum 12. November 1944 bezeichnet eine der 3 Teilschlachten im Hürtgenwald. Diese Schlacht war die längste und verlustreichste in diesem Gebiet. Die Zahlen über gefallene Soldaten variiert stark und sie wird mit über 24.000 verlorenen, meist jungen Leben angegeben. Bei diesen Schlachten verlor der US-Kriegsberichter Ernest Hemingway seine Illusion, dass ein Krieg toll, schön und glorreich ist. Hemingway war dafür bekannt, dass er sehr kriegsverherrlichend berichtete. Der 1953 mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnete Schriftsteller prahlte damit, dass er 122 deutsche Kriegsgefangene tötete. Er erzählte und schrieb mit einer Leichtigkeit darüber, dass er einen Jungen, so alt wie sein Sohn, der flüchten wollte, ins Rückgrat geschossen hatte. Hemingway berichtet voller Freude, dass die erste Kugel die Wirbelsäule getroffen und eine weitere die Leber zerfetzte. In einem Brief an seinen amerikanischen Verleger Charles Scribner schilderte Hemingway, wie er nach dem alliierten Einmarsch in Paris einen gefangenen SS-Mann umgelegt habe. Hemingway schoss ihm 3-mal in den Bauch. Als er auf die Knie sank, schoss Hemingway ihm ins Gesicht. Hemingway erzählte stolz, sein Gehirn kam ihm aus dem Mund. Weiter will Hemingway deutsche Soldaten in einem Keller ausgemacht haben. Er forderte sie auf, rauszukommen.
Als sie nicht kam, warf er Handgranaten in den Keller. Danach posierte er in Siegerstellung und nahm vom Bürgermeister zwei Flaschen Champagner entgegen. Ob es sich um deutsche Soldaten handelte oder um französische Zivilisten ist unklar. Durch Hemingways Leben zieht sich ein einziger roter Faden des Tötens. Ob bei der Großwildjagd in Afrika oder beim Stierkampf in Spanien. Hemingway liebte es, auf wehrlose Menschen und Tiere zu schießen. An Mary Wells, seine spätere vierte Ehefrau, schrieb Hemingway im Sommer 1944 über sein Leben und Wirken an der Front: Wir haben es hier sehr nett und lustig. Viele Tote, deutsche Beute, viel Schießerei und jede Menge Kämpfe. Es ist unvorstellbar, dass ein solch mordlüsterner Kriegsverbrecher, der sich nur traute, auf unbewaffnete Kriegsgefangene zu schießen, einen der höchsten Auszeichnungen der Literatur erhielt, obwohl er öffentlich über seine Verbrechen berichtete. Ein solches Verhalten zieht normalerweise eine Anklage vor einem Kriegsverbrechertribunal und anschließende Erschießung nach sich. Das blieb alles aus. Es wurde nie Ermittlungen eingeleitet. Vielmehr präsentierte man den Amerikanern, wie toll und leicht es ist, Deutsche zu töten. Während Hemingway damit beschäftigt war, diese Schlacht als heldenhaft zu umschreiben, waren echte, tugendhafte und ritterliche Soldaten beider Nationen, die sich in einem echten Kampf, wo beide Gegner eine Waffe aufeinander richteten und auf sich schossen, damit beschäftigt, die Qualen eines schlimmen Kampfes zu lindern. Der in Düsseldorf geborene und erst 25-jährige deutsche Hauptmann und Militärarzt Günther Stüttke machte Unmögliches möglich und bewies größte Menschlichkeit unter unmenschlichen Bedingungen. Mehr Einsatz und Leidenschaft für das menschliche Leben kann man nicht erbringen. Und viele der an der Schlacht beteiligten Männer ehren diesen jungen Menschen bis heute. Stüttgen war zu dieser Schlacht bereits mit dem Eisernen Kreuz ausgezeichnet und behandelte, wie von der Genfer Konvention vorgesehen, auch verwundete feindliche Soldaten. Man darf nicht vergessen, dass die Zahl der eigenen verwundeten Soldaten massiv war. Deutschland knappe Ressourcen hatte und kaum die verwundeten Soldaten versorgen konnte und trotzdem schaffte man es, sich um feindliche Verwundete zu kümmern. Ein Arzt, der diesen Beruf wirklich lebte. Nach den schweren Kämpfen kehrte eine gespenstigte Ruhe in diesem Wald ein. Diese Ruhe wurde durch die Schmerzensschreie und das Wimmern der verwundeten Soldaten beider Seiten durchbrochen. Die Kämpfe waren hässlich, das Leid der Soldaten unermesslich. Die US-amerikanischen Infanteristen waren demoralisiert, fühlten sich von ihren Offizieren im Stich gelassen. Viele von ihnen kamen durch eigenen Beschuss ums Leben, da die Offiziere die Artillerie anwies, einfach ziellos in den Wald zu feuern. Dabei wurden die eigenen Stellungen und vorrückenden Infanterieeinheiten regelrecht zerfetzt. Am Tag des 7. November 1944 schaffte es Hauptmann Stüttgen mit der Erlaubnis seines Regimentkommandeurs Oberst Rösler Kontakt zu den Amerikanern herzustellen. Die US-Truppen hörten von dem tapferen Arzt und dass die Deutschen nicht schießen würden, wenn sie ihre verwundeten Soldaten bergen würden. Die US-Infanteristen und Sanitäter näherten sich den deutschen Stellungen, sahen die deutschen Soldaten und ihre Waffen, doch die Waffen schwiegen und sie konnten ihren Kameraden bergen. Der erste Kontakt zum Feind war hergestellt, friedlich. Stüttgen tauscht Brot gegen Zigaretten. Beide Seiten waren durch Nahrung und Suchtmittel einander näher gekommen. Die Soldaten verständigten sich. Dann trennen sich die Feinde, sie lassen die Verwundeten bergen, wachsam unter den Augen der Infanterie. Alles geht gut. Jede Seite behält die Nerven. Ein riesiger Schritt und viel Vertrauen in Zeiten schwerster Kämpfe. Doch Hauptmann Stüttgen reicht das nicht. Er und ein Kamerad, beide mit weißer Weste und rotem Kreuz auf Brust und Rücken gestickt, nähern sich unbewaffnet den feindlichen Linien. Hochoffiziell, da Oberst Rösler persönlich Stüttgens Vorhaben legitimierte. Ein Offizier, der die höchsten militärischen Tugenden besaß. Ein Held im Hintergrund, dem es darum ging, die verwundeten Soldaten zu retten. Leider nimmt der deutsche Offizier nur eine untergeordnete Rolle in diesem Wunder vom Hörtgenwald ein. War aber er es doch, der es ermöglichte. Bei den US-Amerikanern angekommen, lud Stüttgen die Offiziere in den Gefechtsstand der Deutschen ein. Wie durch ein Wunder vertraute der amerikanische Offizier den Deutschen, da er von seinen Sanitätern erfuhr, dass die Deutschen ihr Versprechen der Bergung ihrer GIs einhielten und sogar amerikanische Soldaten behandelten und ihnen versorgt übergaben. Unter verbundenen Augen ging der US-Offizier mit den deutschen Sanitätern. Auch dieser Offizier bewies die höchsten militärischen Tugenden und vertraute dem verhassten Feind, um seine Soldaten zu retten. Auch er bekommt nur eine untergeordnete Rolle bei dieser Geschichte. Aber machte er das Wunder des Hörtgenwaldes von US-amerikanischer Seite erst möglich. Hand in Hand waren in erster Linie Menschen und dann erst Soldaten am Werk und ließen Taten folgen. Gleich dreimal handelte Stüttgen einen Waffenstillstand aus. Diesem Waffenstillstand wollten die US-amerikanischen Soldaten zu Anfangs nicht glauben, waren sie zu oft von ihren Offizieren angelogen und im Stich gelassen worden. Doch unbeirrt war der junge deutsche Militärarzt an vorderster Front und versorgte unermüdlich verwundete Soldaten, egal welche Uniform sie trugen.
Schnell geisterte durch die Reihen der US-Soldaten, dass ein deutscher Arzt ihre Kameraden mitversorgen würde und die Deutschen nicht schießen. Das ermutigte US-Sanitäter, ihrem deutschen, aber verfeindeten Kameraden gleichzuziehen. Die ersten zaghaften Versuche einer Arbeit Hand in Hand setzten ein. Schnell war das Vertrauen da und Stüttgen behandelte verletzte Soldaten mit Hilfe US-amerikanischer Sanitäter in einem deutschen Sanitätsunterstand. Das Wunder des Hürtgenwaldes war geboren, weil ein junger Arzt den Mut bewies und auf seine Feinde zuging, um im Sinne der Menschlichkeit das Leid der Soldaten zu mildern und ihr junges Leben zu retten. Wenn ein mutiger Mensch vorangeht, dient er schnell als Vorbild und andere mutige Menschen ziehen ihm nach. Durch seinen mutigen und ritterlichen Einsatz rettete Günther Stüttgen hunderten Soldaten beider Nationen das Leben. Die beiden großen Feinde sprachen sich sehr gut ab, was am meisten fehlte. Auf deutscher Seite Verbandsmaterial, auf US-amerikanischer Seite Nahrung, also brachten die US-Soldaten Verbände heran und die Deutschen Kommissbrot. Bei einer Waffenruheverhandlung war der deutsche Offizier und Kompaniechef Heinz Münster zugegen. Das Schicksal seiner Feinde betraf ihn sehr und er setzte alles daran, diesen Krieg so gut es ging für alle Beteiligten abzumildern. Er beschrieb es nach dem Krieg mit den Worten: Zwischen verlassenen und abgeschossenen Panzern lagen Verwundete und Gefallene von beiden Seiten. Freund und Feind hockten völlig durchnässt, ausgehungert und deprimiert in ihren Erdlöchern. Stüttgen schaffte es durch eine edle Tat, einen gegenseitigen und hoch angesehenen Respekt zu erwirken. Er beschrieb es mit den Worten: Das Rotkreuzzeichen wurde stets von allen Seiten respektiert. Im Prinzip war also der Zustand des Waffenstillstandes eine medizinische Angelegenheit unter dem Roten Kreuz. Beide Seiten hatten also diesen großen Respekt voreinander und achteten den Feind, zumindest in dieser Schlacht. Die Männer, die es ermöglichten, diesen Zustand des Respektes aufrechtzuerhalten, darf man mit aller Achtung als Helden bezeichnen. Denn wer in einem unerbittlichen Krieg das unermessliche Leid, den Schmerz, die Not und den Tod seiner Kameraden und Freunde am eigenen Leib erfährt und es trotzdem schafft, den Gegner nicht zu entmenschlichen, ist mehr Mensch und Soldat, als ich es mit tausenden von Worten beschreiben könnte. Doch sah Günther Stüttgen, ausgezeichnet mit dem Eisernen Kreuz und Nahkampfspange, sich nicht als Held an. Er sagte: Wir haben getan, was wir tun mussten. Hauptmann Günther Stüttgen sah sich tatsächlich nicht als Held an. Er hielt sein erbrachtes Wunder im Sinne der höchsten humanitären Leistungen über 50 Jahre geheim. Bis heute sind seine Taten in Deutschland nahezu unbekannt. Weder im Geschichtsunterricht noch in Dokumentationen über den Zweiten Weltkrieg oder die Schlacht im Hürtgenwald verliert sich nur ein Wort über den mutigen Arzt. Anders in den USA, Historiker suchten 50 Jahre nach dem Krieg nach diesem deutschen Arzt, der liebevoll The German Doctor genannt wird, nachdem US-Veteranen ihnen von diesem einen mutigen Deutschen erzählt hatten. Groß war das Interesse, diesen Helden der Geschichte bekannt zu machen. Die 28. US-Infanteriedivision, immer noch im Dienste der Vereinigten Staaten, spürte den deutschen Arzt auf. Günther Stüttgen wurde zu Feierlichkeiten der Nationalgarde eingeladen und die US-Amerikaner ehrten ihn dort. Obwohl der deutsche Botschafter Jürgen Krobock der Ehrung beiwohnte, erfuhr in Deutschland niemand davon. Es macht mich als gedienten Soldaten überaus traurig, wenn man die eigenen Soldaten, die nicht große Siege in Schlachten, sondern große Menschlichkeit in unmenschlichen Zeiten bewiesen, verschweigt, leugnet oder pauschal als Mörder, Nazis oder Unmenschen darstellt. Wie schlimm und respektlos ist es diesen Menschen gegenüber, die für ihr Land in einen ungewollten Krieg geschickt wurden und ihre Pflicht erfüllten. Diese Menschen so abzustrafen, ist einer Demokratie unwürdig, wenn doch der Feind selbst diese Soldaten in größten Ehren hält und seiner heranwachsenden Generation voller Stolz ihre Taten überliefert. Es ist nicht die Aufgabe des Feindes, die gegnerischen Soldaten in Ehren zu halten und ihre Geschichte zu überliefern, sondern unser aller Pflicht, denn es ist diese unsere Geschichte. Denn ohne Vergangenheit keine Zukunft. Und erst wenn die Geschichte die Opfer vergessen hat, erst dann setzt der Tod dieser Menschen ein. Dieser Film ist ein Nachruf an Herrn Dr. Günther Stüttgen, verstorben am 3. Oktober 2003 in Berlin. Für seinen heldenhaften, tapferen und unermüdlichen Einsatz für den Erhalt menschlicher Werte in einem grausamen Krieg. Ein ausdrücklicher Nachruf an alle ritterlich kämpfenden deutschen Soldaten, die ihre heilige Pflicht erfüllten, ihre körperliche Unversehrtheit oder ihr junges Leben gaben. Ein ausdrücklicher Nachruf an alle ritterlich kämpfenden Soldaten, die sich mit den Deutschen in diesem fürchterlichen Krieg befanden und bekämpft haben. An alle Zivilisten aller am Krieg beteiligten Nationen und an alle Menschen in Uniform, die es bis heute verstehen, dass sie der Freiheit und dem Frieden weltweit verpflichtet sind und diesem dienen.
Pauschalisieren ist der Keim allen Übels. Wahrhaft ritterlich ist der, der den Feind respektiert und diesen nach allen schrecklichen Gefechten noch als Mensch ansieht, er verinnerlicht hat, dass sein Gegenüber ein fühlendes Wesen, der auch ein Familienmitglied ist oder selber Familie hat, die sehnsüchtig darauf wartet oder sogar hofft, dass ihr geliebter Mann oder geliebte Frau, Mutter oder Vater bald unversehrt heimkehrt und sie ihn oder sie in die Arme schließen kann. Wer Hass sät, wird Krieg ernten. Doch der, der den Frieden hütet, bewahrt einen teuren Schatz. Niemand ist heiliger und barmherziger als der, der vergeben kann.